Wunderschönen guten Morgen, Sepio Reggert Kivanok. Wir sind hier live am Montag, dem 21. März 2022. Und ich habe hier mal die Kommentare während dem Intro geguckt und unser heutiger erster Kommentar von Peter aus Meißen. Und natürlich grüße ich auch alle anderen, die schon hier dabei sind. Wir sind jetzt schon, wow, 100 Menschen gemischt auf Facebook und YouTube. Und ja, wir können dann auch langsam beginnen. Ja, pünktlich 9.30 Uhr, wie gesagt, schönen guten Morgen. Ich habe auch schon meinen Kaffee hier bereit und zwar echte gemahlene Kaffeebohnen mit ein bisschen Milch und ein bisschen Schokomilch. Aber übrigens, diese Schokomilch, die wir immer mit Sven hier sagen, das ist so Schokomandelmilch, also auch noch gesund, aber auch lecker. Ja, auf jeden Fall, probiert es aus, wenn ihr es noch nicht probiert habt. Lohnt sich. Ja, können wir beginnen? Ich glaube, wir können beginnen. Und dann, es ist jetzt nicht mehr so üblich, dass wir das machen, aber trotzdem schauen wir nochmal ganz, ganz schnell auf Corona-Update. Nämlich, was ist hier am Wochenende passiert? Nicht so viel. Wir haben 5.839 neue Fälle. Leider beklagen wir 134 Verstorbene an einem Wochenende, also an drei Tagen. Im Krankenhaus liegen 2061 Personen und beatmet sind 74. Also hier sieht man, dass nicht so viel passiert, keine drastischen Änderungen. Natürlich ist es traurig, wenn Menschen sterben immer noch an Corona, wenn Menschen an Beatmungsgeräten sind und im Krankenhaus. Aber hier passiert jetzt nicht so Großes in Sachen also Pandemie. Und deshalb wurden ja auch vor ein paar Wochen diese Maßnahmen, die Regulierungen gestrichen. Und ich glaube, jetzt sprechen wir darüber immer weniger und ja, wir konzentrieren uns dann auch auf andere Themen. Ja, und zwar eines der anderen Themen ist der Kurs. Und der ist immer noch so stabil jetzt in letzte Woche hat sich das so stabilisiert. 373 ist es heute. Also es hat sich jetzt nicht so viel geändert in den letzten Tagen, immer zwischen 370 und 75, heute auch 373 Forint pro Euro. Ja, dann haben wir auch einen wunderschönen Namenstag, nämlich haben alle Benedeks in Ungarn Namenstag, also Benedikt. Und ja, dazu kommt ja auch kein Gedicht, nur so zwei Sätze. Und das kommt ja immer im März, weil am Freitag, wenn ihr euch erinnert, hatten wir Ede und Sándor und am nächsten Tag, am Samstag, hatten wir Josef und heute haben wir Benedek und das sagt man halt, das ist ja so schon sehr frühlingshaft und deshalb sagt man in Ungarn Sándor Josef Benedek Zsákban hozzák a meleget. Und das heißt so viel wie Sándor Josef Benedek bringen die Wärme in einem Sack. Und hoffen wir, dass es wirklich so ist. Also heute, der Benedek, der war ganz nett und hat schon auch aus seinem Sack das gute Wetter rausgeholt. Nämlich, wird heute bis 14 Grad in Ungarn. Und hoffen wir, dass es auch wirklich dann so bleibt. Also ein schönes kleines Gedichtchen, was die Menschen so in Hoffnung vom guten Wetter jedes Jahr sagen. Und ich glaube aber auch nächste Woche, es wird bis zu 19 Grad nächste Woche. Unglaublich, also fast schon sommerhaft. Ja, trinken wir noch einen Schluck Kaffee, bevor wir ins Eingemachte gehen. Ich sehe gerade nochmal die Kommentare. Silvia schreibt, Kaffee muss schwarz sein. Ja, auch sehr lecker. Ich mag den Kaffee auch schwarz, aber auch mit Milch, auch mit Schokomilch, wenig Milch, viel Milch. Kaffee kann in allen Formen für mich kommen, aber ich tue ein bisschen Milch rein, damit es ein bisschen mehr wird, um ehrlich zu sein. Aber wenn ich mal einen Espresso brauche, dann trinke ich ihn auch schwarz. Also bei mir geht alles. Ja, also kommen wir zu den News. Und da spiele ich euch ganz kurz mal ab die heutigen Guten Morgen Ungarn Nachrichten. Da ist jetzt alles Wichtige drin und das ergänze ich dann auch ein bisschen noch in Worten für euch. Und dann sage ich einfach bis gleich.
Im Rahmen des Programms Moderne Städte wurde das Goethe-Museum in Zalaegerszeg renoviert. Die Arbeiten umfassten die Renovierung der Fassade, die Reparatur des Daches, die Isolierung, die Erneuerung der mechanischen Systeme und die Schaffung von multifunktionellen Gemeinschaftsräumen und Ausstellungshallen. Das Museum in Zalaegerszeg erhielt fast 2 Milliarden Forint für die Renovierungen des denkmalgeschützten Gebäudes und die Verbesserung der Ausstellungsräume. Das Museum beherbergt unter anderem kultur- und heimatgeschichtliche Ausstellungen sowie Kunstausstellungen und organisiert zahlreiche Programme. SolarZone ist ein innovativer Industriepark in Zalaegerszeg, in dem Forschungen, Entwicklungen und Großprojekte angesiedelt werden sollen. Das SolarZone-Projekt wurde 2016 gestartet und zielt darauf ab, ein Innovationsökosystem zu schaffen, in dem Entwicklungszentren und Fabriken gebaut werden sollen. Das zukünftige Bürogebäude wird der Hauptsitz dieser Entwicklungen sein. Beim 749 Millionen Forint teuren Bürogebäude von SolarZone wurde das Richtfest gefeiert. Das Schloss Wenkheim, ein Wahrzeichen des südostungarischen Dorfes Szabadkiddős, wurde renoviert. Im Rahmen des nationalen Burg- und Schlossprogramms wurden mehr als 3,2 Milliarden Forint für die Renovierung des 4000 Quadratmeter großen Schlosses ausgegeben und um den Schloss herum wurde ein mehrere Hektar großer Landschaftspark angelegt. Außerdem können die Besucher im sogenannten Sonnenlichtstudio Fotos mit verschiedenen historischen Hintergründen und Kostümen machen und mithilfe einer VR-Brille einen Flug über das Schloss erleben. Das Schloss beherbergt auch ein Museum und einen Veranstaltungsraum. Im Erdgeschoss wurden ein Museumshop und ein Café eröffnet. Das Frühlingfestival in Győr begann am 15. März und wird bis zum 1. April mit Konzerten klassischer und populärer Musik, Theateraufführungen, Filmen, pädagogischen Präsentationen und Familienveranstaltungen fortgesetzt. Vom 29. April bis zum 15. Mai findet auch in Budapest das traditionelle Frühlingsfest mit rund 100 Veranstaltungsorten und fast 170 Events statt. Weitere Frühlingsfeste finden in Kecskemét vom 11. bis 30. März, in Nagy Kanizsa vom 25. März bis 9. April sowie in Siófok und Veszprém von 19. März bis 11. April statt. In Kaposvár wird demnächst mit der Installation der Funk- und Elektronikausstattung für 40 in der Türkei hergestellte Kampffahrzeuge des Types Gidran begonnen und später sollen Komponenten für die weitere 100 Fahrzeuge vor Ort hergestellt und aufgerüstet werden. Die Hauptkomponenten der Fahrzeuge werden ebenfalls in Kaposvár hergestellt und ihre komplette Montage wird vor Ort im Wissenschafts- und Innovationspark Kaposvár erfolgen. Károly Sitor, Bürgermeister von Kaposvár, erklärte, dass in der Stadt in den letzten Jahren eine bedeutende industrielle Entwicklung passiert ist, wobei die Lebensmittelindustrie und der Maschinenbau zu den wichtigsten Sektoren geworden sind. Dies hat dazu beigetragen, dass die Zahl der Beschäftigten in der Region um etwa 3000 gestiegen ist. Am Freitagmorgen geriet eine 15 Quadratmeter große Terrasse im Dachgeschoss eines fünfstöckigen Wohnhauses im 9. Bezirk von Budapest in Brand. Terrassenmöbel und der Kunststoffboden der Terrasse wurden durch die Flammen beschädigt, aber das Feuer griff auch auf die Wohnung über. Die Feuerwehrleute retteten eine Person aus der brennenden Wohnung und übergaben sie den Rettungskräften. Mit zwei Wasserstrahlen wurden die Flammen unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Das Wetter in Ungarn. Am Montag ist ganztägig sonniges, regenfreies Wetter zu erwarten. In einigen Teilen des Landes wird der Nordostwind sich verstärken. Morgens wird es noch kühl bleiben wegen den Nachttemperaturen zwischen minus 9 und minus 2 Grad, aber Nachmittag sind Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad zu erwarten. Ja, genau, also wie ihr auch gehört habt, zwischen 10 und 14 Grad heute, also lohnt es sich in Ungarn mal ein bisschen ins Freie zu gehen, bisschen spazieren zu gehen, denn es wird auch, wenn es auch ein bisschen kühlere Regionen hier gibt, dann auf jeden Fall bleibt es aber trocken in Ungarn. Also lohnt es sich, ein bisschen rauszugehen. Ja, und ich dachte, wir sprechen heute ein bisschen, also weil in den News hatten wir auch diese Militärfahrzeuge, die werden ja demnächst in Kaposvár aufgerüstet und wir hatten auch ein Thema über Zalaegerszeg, SolarZone. Da soll ja diese große Industriepark her gebaut werden, ist schon im Bau übrigens. Und ja, was hat sich
da gemacht. Was ist denn das Ganze? Und ja, dann dachte ich mal, wir sprechen ein bisschen über die Militärindustrie. Ungarn ist ja auch ein interessantes Thema. Ich glaube, viele von euch haben auch Interesse an Militär, Militärfahrzeuge und so. Da dachte ich auch, ein gutes Thema und auf jeden Fall wissenswert. Also man sollte auf jeden Fall wissen, was hier so in Ungarn losgeht. Und ja, also kleine Ergänzung. In Zalaegerszeg ist auch übrigens, wird eine Linksfabrik gebaut, also jetzt nicht links wie meine linke Hand, sondern LYNX Linksfabrik. Das ist nämlich ein Kampffahrzeug, ein Panzer. Und im August 2020 hat die Regierung von Ungarn eine Vereinbarung unterzeichnet mit einer deutschen Firma, nämlich Rheinmetall. Also kommt hier auch ein bisschen die deutsche Seite nach Ungarn. Und das ist halt ein gemeinsames Projekt. Es wurde hier ein Gemeinschaftsunternehmen gemacht in Zalaegerszeg und hier werden dann die Linksfahrzeuge hergestellt. Aber ich rede davon ja so viel, aber ich zeige euch das mal hier. So sieht dann das ist übrigens die heutzutage eine der modernsten Panzerkraftwagen und mit modernster Technologie und Schutzausrüstung und sieht auf jeden Fall sehr cybermäßig aus, finde ich. Also es ist interessant zu sehen, dass hier auch in der Militärindustrie Trends kommen. Also man sieht ja auch diese abgeeckten Formen. Also jetzt hat es nicht mehr so viel Rundes drin, wie man so von einem Panzer kennt. Das hat so klassische runde Form, finde ich. Aber jetzt wahrscheinlich ist das auch ein Trend. Also hier die Fashion von dem Militär ist wahrscheinlich auch eine Sache. Aber sieht irgendwie so aus wie von einem Videospiel, oder? Also sehr, sehr digital, sehr cybermäßig. Auf jeden Fall sieht es cool aus. Es gibt auch andere Bilder, das werden wir euch auf jeden Fall zeigen. Und ja, aber berichtet haben wir auch schon mal über dieses, als dir das unterzeichnet wurde vor ein bisschen mehr als einem Jahr. Fast mehr als anderthalb Jahre. Oh Gott. Die Zeit geht weg. Ja, und das wird halt wahrscheinlich ab 2023 gestartet. Der Bau der Fabrik, das läuft nach Plan bis jetzt. Also es gibt keine Sachen, die da was aufhalten. Und ja, wie gesagt, da werden diese modernsten Panzer hier gebaut. Und da kommt auch noch die Salazone, die ich in den News auch erwähnt habe. Das ist ja das Forschungszentrum, Testzentrum und da werden auch die Tests von diesen Panzern gemacht. Also im Salazone Industriepark wird da eine Möglichkeit sein, diese auch zu testen. Ich weiß nicht, ob nur das Fahren oder das Schießen wird ein bisschen schreckhaft, wenn man so will, aber wir werden ja sehen. Und die Fabrik, wie gesagt, die nimmt Form an. Leider haben wir keine Bilder, ist wahrscheinlich aber auch wegen Sicherheit vielleicht. Also wenn man schon mit so einem sensiblen Thema arbeitet wie Kampffahrzeuge, müsste auf jeden Fall Information ein bisschen geheim halten. Ja, auch wichtig, also ist ja auch verständlich. Aber auf jeden Fall suchen wir Bilder, wie die Fabrik ist, vielleicht wo die Fabrik ist, aber es ist auf jeden Fall interessant, dass 2,5 Hektar großer Umgebung wird dafür genutzt und die Fabrik wird insgesamt auf 25.000 Quadratmetern gebaut und der höchste Punkt von der Fabrik wird 20,5 Meter hoch sein. Also schon ein sehr großes Projekt und wie gesagt, ich zeige es hier nochmal, diese Panzer werden hier da rauskommen, also die Linksfahrzeuge, Links. Keine Ahnung, links. Ja, so sagt man das. Und bevor wir weitergehen, Henrik hat hier schon einen Wikipedia-Artikel von diesen Panzern hier gepostet in den Kommentaren auf Facebook. Also Dankeschön, da erfahrt ihr wahrscheinlich auch mehr, weil ich weiß jetzt nicht so viele Infos über die Panzer selber. Bin ja auch kein Profi und ich fand das nur auch sehr, sehr interessant, ja. Und ja, noch was Militärisches, was ich auch interessant fand. In Saint-André wurde nämlich vor nicht so langer Zeit ein neues Zentrum für Cybersecurity und Cyberoperationen gemacht und gebaut. Und ja, Ungarns Militär setzt jetzt immer mehr auf digitale Sicherheit und Datenschutz und das wird auch von Jahr zu Jahr ernster genommen. Und ja, das ist auch wichtig, weil seit 2016
hat auch die NATO gesagt, dass das eine eigenständige Bedrohung ist, also die Cybersecurity und Cyberbedrohungen. Und deshalb arbeiten auch die NATO-Länder zusammen, darunter auch Ungarn, damit man die digitale Welt, die Online-Welt ein bisschen sicher machen kann, aber jetzt nicht nur auch für die Bürger natürlich, aber hier ist auch sehr viele wichtige Sachen, denn die Entwicklung und Entwerfung von Sicherheitssystemen ist ja auch ein Top-Thema und natürlich auch die Überwachung von Startseiten, von Banksystemen, von Verwaltungssoftwares in großen Unternehmen und natürlich, wie gesagt, der Datenschutz, das ist ja auch seit einigen Jahren auch ein sehr großes Thema, überall auf der Welt und natürlich darunter auch in Ungarn. Und wie gesagt, also so ein Zentrum wurde in Szentendre eröffnet und die Cyberkriegsführung ist jetzt auch sehr aktuell, sagt man, denn in Russland-Ukraine-Krieg ist das auch ein großes Thema. Also die Cyberkriegsführung ist natürlich hier auch dabei und Ungarn will sich da auch rüsten, nicht nur in den klassischen Militärthemen, sondern auch in diesen, ja eigentlich ganz neuen, wie gesagt, auch die NATO hat seit 2016 das als eigenständige Bedrohung angesehen und da wird hier auch einiges entwickelt, ist aber natürlich auch gut, dass man sich auf sowas vorbereitet. Ja, also so viel zum ungarischen Militär. Wie gesagt, ich finde es auch ein interessantes Thema, wenn wir mehr Bilder haben, aber Bilder vom Militär ist ja immer so, braucht man Genehmigung, darf man das nutzen, wen muss man hier anfragen, aber ich denke, das ist auch ein interessantes Thema, also lohnt es sich hier mal ein bisschen einige Sachen zu fragen. Ja, jetzt kommen wir zu Blaulicht, das hatten wir jetzt für eine Weile nicht, leider muss ich auch hier über einige Unfälle Bescheid geben, die am Wochenende passiert sind, und zwar in Tokschon sind hier zwei Autos frontal kollidiert und während dem Unfall, das war ganz interessant, da kam sogar ein Polizeiauto und wollte gerade beim Unfall wollte er die verunglückten Autos natürlich ein bisschen ausweichen, aber konnte der Polizeiwagen nicht. Und deshalb ist einer die in Unfall geratenen Autos schleuderte gegen dem Polizeiauto. Aber Polizisten wurden nicht verletzt. Aber Glück im Unglück sozusagen. Polizisten waren sofort ja da und konnten sofort Hilfe rufen. Und vielleicht war das auch ganz wichtig, denn hier wurde ein Mann schwer verletzt, lebensbedrohlich verletzt. Ein 48-jähriger Mann wurde auch ins Krankenhaus gebracht, also lebensbedrohlich verletzt. Und leicht verletzt wurden ein 18- und ein 17-jähriger junger Mann, also zwei junge Männer. Und wie gesagt, also die Straßen, der Straßenabschnitt war auch für mehrere Stunden gesperrt nach dem Unfall. Und auch ein anderer Unfall hier auf der Straße 760, bei Nemesbük, hier sieht man schon einiges, also hier war ein LKW und ein PKW sind hier kollidiert und in diesem PKW, wie man sieht, waren zwei Menschen eingeklemmt, die beiden Passagiere, der Fahrer und der Passagier waren eingeklemmt, hier musste man mit schwerem Gerät dran, ich glaube, das sieht man sogar gerade hier im Bild, also mit so einem Gerät, mit so einem Schneidegerät musste man dran und die beiden aus dem Wrack holen. Und natürlich wurden sie auch sofort ins Krankenhaus gebracht. Im Hintergrund sieht man sogar einen Rettungshubschrauber. Vielleicht wurden sie damit sofort, also schnell wie möglich zum Krankenhaus gebracht. Und natürlich wurde hier auch dann eine große Sperre auf der Straße gemacht und Verkehr wurde auch umgeleitet für einige Stunden. Ja, also das waren die Unfälle jetzt am Wochenende. Und hoffen wir, dass es auch jetzt doch besser wird. Denn aber Unfälle, die passieren ja immer auch hier in Ungarn und wir haben ja immer was zu berichten darüber, leider. Aber auch trotzdem muss man sich freuen, denn seit in den letzten 20 Jahren ist es drastisch gesunken, die Unfälle, vor allem die tödlichen Unfälle. Es hat natürlich auch mit der Sicherheitssysteme der Autos zu tun, es werden ja immer bessere Sicherheitssysteme gemacht. Aber man muss auch sagen, es werden auch immer schnellere Autos gemacht, also hat das ein Plus, hat das ein Minus, ja. Man muss ja überall überholen, schreibt Rüdi. Und
Ja, ich als Journalist, also ich schreibe ja auch viel mal Artikel über Unfälle. Wir berichten viel über Unfälle. Und ich muss auch sagen, da hat auch Rüdi recht, dass hier in den letzten 2 Jahren, sagen wir mal, wenn ich so bedenke, wenn man in diesen Artikeln und den von Polizei die Berichte liest, dann hat man nicht immer einen Grund, also da schreibt man nicht immer einen Grund für die Unfälle, aber ziemlich viele Mal schreibt man das schon. Und ich kann auch sagen, dass von 10 Unfällen 6 oder 7 auf jeden Fall wegen Überholung ist. Also auf jeden Fall aufpassen, überholen sollte nur der, der auch weiß, was er macht. Also ich zum Beispiel, ich überhole nie. Nur wenn natürlich, wenn jetzt jemand mit 30 oder 40 vor mir ein bisschen so langsam ist und dann wirklich auch, ich habe eine gerade Strecke, ich sehe, wenn jemand kommt, dann überhole ich natürlich, aber nicht in Kurven, nicht auf Hoch- und Runtergelände, wie man so sieht hier. Vor allem in Richtung Balaton von Dieu gibt es so viele Unfälle wegen diesen Kurvenüberholungen. Und man sieht auch wirklich tagtäglich, dass es gerade noch geschafft hat, zurück in die Spur zu fahren. Und ja, da natürlich muss man damit auch rechnen, dass hier Unfälle gibt. Also auf jeden Fall kann ich sagen, Unfälle, die wir berichten, 60-70% auf jeden Fall wegen Überholungen, fahrlässiger Überholungen, dass man nicht weiß, was man macht. Und ja, auf jeden Fall sollte man ja auch aufpassen. Ich habe auch gesehen, dass Rüdi ein Haus sucht, glaube ich, in den Kommentaren. Habe ich das gesehen? Ich muss das nur kurz suchen, dann kann ich das hier auch einblenden. Ja, also Rüdi Schrag, suche Haus zur Langzeitmiete, Schiofock bis 40 Kilometer, Garten, und er hat auch Haustiere. Also wer jemanden kennt oder wer jemand ein Haus hat, dann auf jeden Fall Rüdi Bescheid sagen, Schiofock oder 40 Kilometer Umgebung, auf jeden Fall. Und dann habe ich auch noch ein nettes Kommentar hier gesehen, das hat mich sehr gefreut. Ich glaube, das war der Henrik. Er hat nämlich unseren Restaurant-Tipp Helchkopu mal ausprobiert, und das freut mich auch, dass wir hier unsere Tipps abgeben können und ihr das dann auch probiert und ihr dann auch damit zufrieden seid und das schön gefunden habt. Also freut mich, wie gesagt. So, jetzt kommen wir ein bisschen zu Touristisches, und ich habe ja gerade erwähnt, Helchkopu Restaurant in Chomlo, Warschad, hey, und wir bleiben auch ein bisschen in Chomlo. Ihr seht ja auch hinter mir dieses wunderschöne Bild, das ist der Chomlo Berg übrigens. Aber ich glaube, dieses Bild habt ihr auch letzte Woche gesehen. Und aber man sieht, hier gibt es einige Winzereien, Weinkeller. Viele haben hier auch Traubenanbau. Also hier wird viel, viel selber gemacht. Und ich habe letzte Woche darüber auch gesprochen in der guten Laune. Aber ich habe noch ein bisschen Ergänzung dazu. Also trinken wir mal einen Schluck Kaffee oder Wein, wenn ihr Wein dabei habt. Ich darf das leider nicht, ich arbeite nämlich jetzt gerade. Aber ich wollte mal ein bisschen mehr über die Winzerei sprechen, wo wir waren, nämlich zu einer Weinverkostung. Mit meinen Freunden waren wir da, und das ist hier. Das ist diese wunderschöne burgähnliche Winzerei. Das ist die Clemens Winzerei, Clemens Keller. Und sie sind auch auf Facebook zu finden. Und sie machen hier auch Weinverkostungen. Ich fand dieses Gebäude sehr, sehr cool, sehr schön. Also wie gesagt, sieht aus wie eine Burg, bisschen. Und da gibt es auch eine wunderschöne Aussicht von oben. Also man sieht hier auch wirklich, ich glaube, man sieht sogar Westbrem, wenn man ganz oben ist, also hier. Und das ist jetzt nicht diese Richtung, aber ich glaube, man kann sogar Westbrem sehen, das so einige Kilometer weiter weg ist. Aber man kann es sehen, ja. Wein zum Frühstück, fragt der Andreas. Ja, ich mache das nicht, aber wenn jemand das machen möchte, mich stört es nicht. Wein zum Frühstück. Aber hier in einer dieser Weinkeller waren wir. Ich konnte da leider noch keinen Wein trinken, weil ich musste noch fahren. Wir haben hier nur so einen Stopp gemacht während unserer Tour ganz nach oben. Und wie gesagt, da konnte ich noch nicht trinken. Aber ein älterer Mann war hier, und wir waren da auch so um 11 Uhr. Und er hat dann auch mit den anderen Wein getrunken. Die anderen haben auch Wein getrunken. Also Wein zum Frühstück geht. Das geht einfach, vor allem in Ungarn. Und naja, aber aufpassen sollte man auf jeden Fall. Wenn man noch fährt, dann auf jeden Fall lieber Kaffee trinken. Ja, und was gibt es dann noch hier in diesem Clemens
Clemens Keller. Und der Keller ist gar nicht mal so groß, würde ich sagen. Also, aber man sieht, hier haben wir mit allen Freunden hier reingepasst. Und hier hatte der Chef, der Lotzi war das nämlich. Er hat uns erklärt, was die Unterschiede zwischen den Weinen hier in diesen Metallfässern und was die Holzfässer sind. Und auf jeden Fall ist das auch die Garzeit und der Geschmack. Und als er das erklärt hat und wir beide so gekostet haben, dann merkte man schon, aha, ja, stimmt, das hat so ein bisschen so ein räuchigeres Geschmack oder so von dem Holz. Ach, das habe ich jetzt ganz vergessen, also vom Holz, ja. Und da habe ich auch mal hier fotografiert und wir haben gefragt, das ist ja immer die große Frage, was ist denn der wirkliche Qualitätsunterschied zwischen Holzfässern, Holzfässern und Metallfässern? Stimmt es wirklich, dass Holzfässer bessere Qualität geben und Metallfässer halt nur diese schwächeren? Ganz und gar nicht, also viele denken so, aber die Qualität ist bei beiden genauso gut. Es kommt auch auf die Trauben an, es kommt auch auf die Erntezeit an. Also wir haben sehr viel hier gelernt und auf jeden Fall, wenn man in so eine Weinverkostung geht, kann man hier wirklich unendliche Fragen stellen. Wir haben auch unendliche Fragen gestellt und Lotzi konnte auf alles antworten und war auch sehr, sehr hilfsbereit. Und ich denke mal, ich bin mir sicher, dass es viele Winzereien und Weinkeller gibt, die auch Deutsch sprechen, wenn ihr jetzt kein Ungarisch spricht. Und da könnt ihr dann auch mal fragen und einige schöne Sachen erfahren. Also hier waren wir auch. Hier habe ich mal das erste Glas Wein mal fotografiert. Und danach kamen auch schon noch einige, viele, viele. Und im Hintergrund sieht man auch die Palinkos. Damit hat es begonnen. Wie anders kann denn eine ungarische Weinverkostung beginnen als mit Palinka? Natürlich haben wir mit Palinka begonnen. Warum denn nicht? Also fand ich auch ganz lustig, aber war auch sehr, sehr viel Spaß. Und wie gesagt, wir haben auch viel gelernt. Und das waren wirklich dann die wirklich guten Weine. Also am nächsten Tag hat man gar nichts gespürt. Und ja, das war einfach toll. Und Udo schreibt hier gerade, in vino veritas. Und das war auch hier in Schomlo auf vielen Häusern, auf vielen Toren geschrieben. In vino veritas, also Borbona Siegerschlag auf Ungarisch. Auf Deutsch ist das, in Wein liegt die Wahrheit, schreibt auch der Udo gerade. Dankeschön. Und ja, das ist dann wirklich die Wahrheit, die im Wein liegt, die Wahrheit. Ja, und was hat die Clemens Keller noch hier zu bieten? Sie machen auch manchmal solche Events, also mit schönem Feuer, das vor allem in gutem Wetter, also Sommer. Und da gibt es hier auch was zu essen, natürlich was zu trinken. Hier muss man sich auch anmelden. Und die sind auch meistens dann, ich glaube, sogar kostenlos oder haben nur so einen sehr, sehr kleinen Eintrittspreis. Also ich finde, das sieht auch wirklich schön aus. Und es lohnt sich mal hier mal zu gucken. Also, ja. Mir wurde vor 40 Jahren in Ungarn auch schon mal Palinka vom Frühstück angeboten. Ja, das ist eigentlich vor allem, wenn man ins Dorf geht, wenn man zu Dorfen geht, ist das keine so große Sache. Also die bedenken das nicht so gar nicht. Also da muss man auch danach gar nicht mehr fahren. Jeder arbeitet vor Ort auf den Feldern. Palinka Sjöreget. Es gibt sogar so einen guten Morgengruß in Ungarn. Palinka Sjöreget. Also guten Morgen mit Palinka. Ein Palinka oder so, ja, hat sowas damit zu tun. Aber hier machen wir das nicht. Also ich mache das nicht. Ich muss ja fahren jeden Morgen. Und viele fragen mich auch, also wie man mit Palinka so umgehen soll. Weil Palinka ist ja sehr stark und darf man, wie lange muss man warten, bis man danach fährt? Hängt ja auch von sehr vielen Sachen ab. Also wie viel man gegessen hat, wie viel Kilo man isst und so. Aber normalerweise mache ich so ein Grundregel, dass ich so 12 Stunden nach einem Palinka nicht fahre. Nach 2 lieber so 15, 16 Stunden und bei 3 sollte man schon einen ganzen Tag warten und viel essen und viel Wasser trinken. Und mehr als 3 muss man gar nicht mehr rechnen, weil wenn du mehr als 3 getrunken hast an einem Abend, hast du überhaupt keine Lust mehr für 2, 3 Tage zu fahren. Nee, Quatsch. Aber das ist auch ein wichtiges Thema. Also Palinka ist natürlich auch stark und
Und man sollte auf jeden Fall, also 12 Stunden, das ist so meine Meinung, dass man so 12 Stunden warten muss. Ja. Das ist Tradition in Ungarn. Als erstes wird ein Palinka gereicht. Ja, vor allem bei Essen. Also beim Mittagessen, beim Abendessen, vor einer Party. Palinka ist halt so eine Sache für sich. Und die Kultur von Palinka könnten wir doch auch mal gemeinsam kennenlernen. Da erzähle ich euch auch mal was. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns noch am Mittwoch bei Gute Laune Ungarn. Ist auch ein passendes Thema zu Gute Laune. Also wenn ihr Interesse habt, dann rede ich mal ein bisschen über die Herkunft von Palinka, von den Sorten von Palinka. Einige interessante Fakten vielleicht. Und seit wann ist das so legal hier, dass man das auch für den eigenen Zweck braut. Und ja, das ist halt so eine Sache für sich. Karin schreibt, 3 Palinka ist eine Woche Krankheit. Naja, man muss aufpassen auf jeden Fall. Jo, also, ich sag mal, Siostok und wir sehen uns am Mittwoch bei der guten Laune. Bis dahin könnt ihr ja jede Menge News bei uns finden, auch jeden Morgen bei der guten Morgen Ungarn. Also wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Geht mal raus, es wird ja auch schön sonnig, trocken und warm. Also wünsche ich euch viel Spaß noch draußen und wir sehen uns. Siostok, tschüss.